Nachdem wir uns in den vorherigen Ausgaben von Tommy hilft bereits ausführlich mit dem Problem weiblich anmaßender Individuen auseinandergesetzt haben, dachte ich mir, aus Gründen der Gleichberechtigung wäre es nur fair, wenn wir uns in der heutigen Folge dafür einmal explizit nur mit den Problemen von Männern beschäftigen. Also geht es trotzdem wieder um Frauen? Fangen wir an. Kann man auf Seiten wie LaVou oder Flirter auch reife Frauen treffen? Ich stehe total auf reife Frauen. Kann man da auf den normalen Dating-Seiten wie LaVou und Flirter auch reife Frauen treffen? Oder sind die Frauen da alle nur jung, so wie ich? Du, klar, ich bin mir sicher, dass du auf Seiten wie LaVou etc. auch die ein oder andere ältere Frau finden wirst, die das Internet nach ihrem Traummann durchsucht. Wenn du aber wirklich explizit nur ältere Frauen finden möchtest, dann empfehle ich dir alternativ viel eher ein paar Flyer mit extra großer Schrift im nächstbesten Altersheim zu verteilen. Ja, oder du gehst gleich auf den Friedhof. Und das Beste ist, du musst zum Date nicht mehr Blumen mitbringen. Die sind bereits da. Du bist so krank. Verdammt, ich habe meine Freundin geschwängert. Was tun? Meine Freundin ist schwanger von mir. Was soll ich tun? Lauf, Forrest, lauf! Nein, mal im Ernst. Jeder Mensch sollte sich stets darüber im Klaren sein, dass beim unverhüteten Geschlechtsverkehr stets ungewollte Nebeneffekte wie Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten auftreten können. Wenn ihr alt genug seid, um mit euren Genitalien Verstecken zu spielen, dann solltet ihr auch alt genug sein, euch den Konsequenzen zu stellen. Das heißt, du setzt dich jetzt mit deiner Freundin zusammen und ihr beratet euch, wie ihr weiter vorgehen wollt. Oder aber, wenn ihr komplett ratlos seid, dann geht ihr zu einer der vielen Beratungsstellen, die es so gibt, und lasst euch da über die jeweiligen Vor- und Nachteile von Kleiderbügeln und Kindergeld aufklären. Hilfe, wie mit Drohe-Mail umgehen. Hilfe, ich habe gerade eine Mail bekommen, wo steht, dass ich was zahlen soll, sonst werden sie irgendwas Schlimmes machen. Ehrlich, ich habe Angst, die drei Fragezeichen. Okay, im Anhang der Nachricht hat der Schreiber dann noch eine Kopie der E-Mail angehängt, die er erhalten hat. Grob zusammengefasst steht dort drin, dass ein Hacker angibt, den Geschädigten dabei über seine Webcam gefilmt zu haben, wie er seinen Jürgen gewürgt hat, während er auf diversen Erwachsenen-Yoga-Seiten unterwegs war und er die Aufnahmen davon an sämtliche seiner Kontakte senden würde, wenn man ihm nicht innerhalb von 48 Stunden ein paar tausend Dollar in Form von Bitcoin senden würde. Und was soll ich sagen? Diese Methode ist fast so alt wie Queen Elizabeth, also vermutlich ein paar tausend Jahre, und sie funktioniert immer nach einem ganz einfachen Prinzip. Der vermeintliche Hacker kauft sich irgendwelche großen Datensätze an E-Mail-Adressen im Internet und versendet dann an jede dieser Adressen automatisiert die gleiche Drohmail mit der Aufforderung, dass man ihm doch Geld senden soll. Da gefühlt jeder Mensch mit einer E-Mail-Adresse auch mindestens einmal eine Erwachsenen-Yoga-Seite aufgesucht hat, wird man dadurch viele Menschen in Panik versetzen und die Chance, dass wenigstens ein paar dieser Menschen dann alleine schon aus Angst vor der entstehenden Rufschädigung gewillt sind, ein paar Dollar zu zahlen, ist relativ groß und das, obwohl die Hacker in 90% der Fälle überhaupt keine Aufnahmen von euch haben. Hä? Woher hast du denn die Prozentzahl? Die habe ich mir ausgedacht, so wie 99% der Leute, die ohne Quellenangaben Prozentzahlen im Internet angeben. Also, um dein Problem zu lösen. Bloß kein Geld senden, die E-Mail löschen und immer schön die Webcam abkleben. Ach so, und übrigens, nachdem zuletzt Millionen von Nutzerdaten inklusive Telefonnummern von Facebook geklaut wurden, erhalten aktuell viele, viele Menschen SMS-Nachrichten mit der Botschaft, dass da irgendwo ein Paket auf dem Weg zu ihnen ist oder sonst was und man dafür auf Seite XY gehen oder App XY herunterladen soll. Das macht ihr bitte auch nicht, sondern ihr löscht derartige Nachrichten konsequent und viel wichtiger noch, klärt eure Geschwister, Eltern und Großeltern darüber auf, dass sie das bitte ebenfalls nicht machen sollen. Als ob die wirklich so dumm sind. Digga, wir reden hier über Menschen, die ernsthaft auf Bot-Nachrichten auf Twitter und Instagram antworten und mit Sicherheit auch bereits die ganze Nachbarschaft nach Anna42 abgesucht haben. Okay, überredet. Masturbieren in einer Umkleide, sollte man ein Kondom benutzen und was passiert, wenn man erwischt wird und was soll man sagen, wenn man erwischt wird? Warum genau willst du dabei ein Kondom benutzen? Ich dachte, man darf bis zu 5 Kleidungsstücke mit in die Kabine nehmen. Und was du dann sagen sollst? Naja, sag einfach, du wolltest ausprobieren, ob die Socke denn auch über dein drittes Bein passt und empör dich dann über den Mangel an Privatsphäre in dem Laden. Nein, mal im Ernst. Ihr geht bitte nicht hin und verstopft irgendwelche Umkleidekabinen, weil ihr es für eine gute Idee haltet, euch öffentlich anzugrabbeln. Es ist wohl nicht immer strafbar, aber nichtsdestotrotz ist es verdammt ekelhaft und unhygienisch für die Leute, die dann nach euch reinkommen. Aber hey, jetzt weiß ich immerhin, warum manche Menschen gefühlt so ewig brauchen, bis sie darin fertig sind. Und ich bin plötzlich sehr stark dafür, dass die Beleuchtung in Umkleidekabinen durch UV-Licht ersetzt wird, damit man weiß, was man darin bitte nicht berühren sollte. Ganz ehrlich, tut, was ihr tun müsst, aber bitte in den eigenen vier Wänden. Danke. Was bedeutet ein Lächeln für euch, wenn ein Mädchen einen Jungen anlächelt, den sie nur vom Sehen kennt? Überhaupt nichts. Lächeln ist für mich nichts anderes als eine andere Art, einfach nur Hallo zu sagen. Also sorry Leute, wenn ich euch das an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen muss, aber nur weil ein Mensch vom anderen Geschlecht freundlich zu euch ist, bedeutet das nicht, dass der oder diejenige etwas von euch will. Man macht das ganz einfach, weil man nicht als unfreundliches Arschloch wahrgenommen werden möchte, was man oftmals halt ist. Danke, jetzt hast du mir schon wieder eine Illusion geraubt. Gerne doch.
Dafür bin ich schließlich da. Kann der Penis durch Selbstbefriedigung kleiner werden? Ja, das nennt man Abnutzungserscheinung. Darüber hinaus kriegst du durchs Fernsehen viereckige Augen und wenn du schielst und dich jemand dabei erschreckt, können die Augen auch so stehen bleiben. Hä, wirklich? Nein, sonst würden mittlerweile 99% aller Typen mit einem Mikropenis durch die Gegend rennen. Aber zum Glück tun das nur Menschen, die Fake-Pranks im Internet hochladen. So, kommen wir zur letzten Frage für heute und die ist mal wieder etwas für euch. Also, meine Frau hat Geburtstag, 69. Was schenken? Meine Frau hat Geburtstag, 69. Was schenken? Also, schreibt in die Kommentare, was könnte man einer 69-Jährigen Schönes zum Geburtstag schenken? Ha, eine Kurve, noch eine neue Niere. Hä, warum sollte man ihr eine neue Niere schenken? Weil ich gerade die alte geklaut hab. Oh.